So und herzlich willkommen zu dem ersten Rede-Willi. Und es haben sich schon viele gefragt, was das ist, was dieses Format ist. Und das werde ich euch im heutigen Video erklären. Aber davor erstmal die Info. Dieses Format wird jeden Sonntag um entweder 15 Uhr oder 18 Uhr kommen. Kommt drauf an, wie ich das schaffe. Und in diesem Format geht es einfach darum, dass ich alleine oder auch, es können auch manchmal andere Leute dabei sein, über Themen reden oder über Gerüchte. Beispiel im Fußball gibt es ja jetzt Transfergerüchte, gibt es immer, darüber kann man reden. Oder man kann über irgendwelche Fakten, die ja doch eher, aber die auch eher Gerüchte sind, so reden, die halt, keine Ahnung, zum Beispiel, ist Donald Trump jetzt wirklich gut als Präsident? Oder was weiß ich? Über so welche Themen geht's einfach. Und ich denke mal, das wird euch vielleicht auch mal ein bisschen interessieren. Das sind eher so ernstere Videos. Nicht so, ja, ich zocke jetzt einfach nur was. Im Hintergrund werdet ihr wahrscheinlich irgendwas sehen. Einfach irgendein Gameplay oder so. Und ja, ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Live-Commentary haben wollt. Mit Facecam, ohne Facecam. Das könnt ihr euch selber entscheiden. Ich mach's dann einfach so, wie ihr das haben wollt. Und ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit dem ersten Thema für heute. Und heute ist das Thema Ausbildung bzw. ein bisschen vom Leben. Und zwar fängt man einfach ganz an, man wird geboren. Das ist nicht tragisch, nichts Tragisches. Alles gut. Man lernt laufen, sprechen, alles lernt man kennen. Man kommt in den Kindergarten. Manche Kindergärten, Gärten oder auch, glaube ich, Schulen vielleicht. Ich weiß nicht, von welcher Seite das kommt, von Schulen oder Kindergärten, das weiß ich nicht. Aber es gibt manchmal sowas wie Vorschule, wo du mal ein bisschen schon mal kennenlernen kannst. Dann kommst du in die Schule, Grundschule, alles ganz gechillt. Erste bis vierte Klasse ist eigentlich immer relativ gechillt. In der vierten Klasse sollte man sich schon so langsam ein bisschen anstrengen, dass man auf der weiterführenden Schule Gymnasium, Realschule oder Hauptschule trotzdem nicht schlechte Noten schreibt, sondern wirklich konstant bleibt. Und ja, wenn man dann entweder auf dem Gimmi, auf der Realschule oder auf der Hauptschule ist, ist es unterschiedlich, wie es weitergeht. Und zwar, ich fange einfach ganz einfach in der Hauptschule an. Dort hast du, sagen wir, bis zur siebten Klasse, also fünfte, sechste, siebte, eigentlich auch ein relativ gechilltes Leben. Oder auch eine gechillte Schulzeit. Aber also ich weiß es nicht, wie es auf der Hauptschule ganz ist, aber ab der 8. bis zur 10., glaube ich, geht es, muss man sich anstrengen, denn man muss in dieser Zeit nicht nur gute Noten schreiben, man muss auch sich bewerben für den Job. Und als Hauptschüler geht es nicht so leicht, wie wenn du ein Gymi oder Realabschluss hast, also das ist echt schwerer. Da muss man sich einfach reinhängen. Und dann auf dem Gimmi jetzt dann, da hat man es eigentlich immer schwer. Also die 5., 6., 7. ist auch relativ noch machbar. Aber danach wird es halt schon, das Niveau geht schon hoch. Rasant, sehr schnell. Man kann nicht immer auf jeden Schüler achten, ob der jetzt hinterherkommt oder nicht. Und ja, da habe ich den Fehler gemacht, dass ich da nicht wirklich dran geblieben bin. War sehr faul, einfach gesagt. Und ja, das bereue ich schon ein bisschen. Aber ich finde es jetzt besser, wie ich den Weg gemacht habe, selber gemacht habe. Das werde ich aber später noch sagen. Und ja, auf dem Gimmi haben meine beiden Schwestern, wer es nicht weiß, habe ich zwei Schwestern. Die sind beide auf dem Gimmi. Also die eine ist schon fertig. Aber die waren beide auf dem Gimmi, oder die eine ist noch auf dem Gimmi. Das ist echt schwer. Also es wird dann, also 8., 9., 10. wird auch, ist höheres Niveau, aber es ist auch machbar, muss ich sagen. Es ist machbar. Und in der 11., 12. ist dann Abiturvorbereitung, und da wird es richtig stressig. Die Lehrer sind meistens auch nicht wirklich kompetent. Und ja, man muss sich schon echt anstrengend, wenn man nicht gerade von Anfang an ein Einserschüler war oder so.
auf der Realschule dann, da wirst du, glaube ich, finde ich, am besten vorbereitet auf das Leben. Denn man wird nicht wie auf dem Gymi immer nur Theorie, Theorie, Theorie oder wie auf der Hauptschule eigentlich sehr, sehr viel Praxis, nicht so vieles und nicht so schweres auf einmal, sondern es passt eigentlich. Man macht Theorie, man macht aber auch Praxis und das ist eigentlich ein guter Mix, finde ich. Es ist meistens, also im Moment ist es nicht so anstrengend, aber man muss sich schon anstrengen, um nicht wirklich, also wenn man wirklich gar nichts tut, dann klappt es nicht. Und ja, kommen wir nochmal zurück zu mir. Ich war ja auch im Gymi, bin dann runtergegangen auf eine Wirtschaftsschule und es gefällt mir dort besser als auf der alten Schule. Erstens die Lehrer, also die Lehrer waren auf dem Gymi echt, oh nee, kann ich gar nicht. Also gab es natürlich ein paar Lehrer, die richtig cool waren. Auf der Wirtschaftsschule gibt es halt dann irgendwie schon die Lehrer, die wollen. Es gibt dort natürlich auch Lehrer, die einfach nichts können. Die können nicht erklären. Aber es gibt echt viele, viele Lehrer, die nochmal zusätzlich Hilfe geben. Beispiel unser Mathelehrer sagt, du kannst immer ihnen eine E-Mail schreiben und ihm Sachen schicken, wenn du das nicht verstanden hast oder so. Oder er korrigiert dir Arbeiten, also Übungsarbeiten, die du machst. Das finde ich echt cool. Und ja, es gibt auch sowas wie Übungsfirma. Da ist man mit der Klasse sozusagen eine Firma. Und es ist richtig gut gemacht. Und man muss auch ein Pflichtpraktikum machen, wo du auch nochmal gucken kannst, ob du das magst oder nicht magst. Also unsere Schule ist relativ langweilig. Also zugesagt, also, ja, nicht langweilig, aber wenn man so mit einem Gymnasium vergleicht, sieht man, dass ich deutlich weniger Hausaufgaben mache. Ich habe so gut wie nie Hausaufgaben auf. Das ärgert mich einfach nur daran, weil wenn man keine Hausaufgaben macht, übt man das ja auch nicht wirklich. Und dann hat man auch keine Motivation, nochmal extra was zu machen, wenn man schon weiß, ja, nicht einmal die Lehrer geben irgendwas auf oder so. Aber man soll trotzdem dranbleiben. Also ich muss sagen, also okay, meine Familie weiß nicht wirklich, dass ich was mache. Ich mache auch noch nicht so viel wirklich, aber ich schaue es mir doch an. Also ich schaue mir schon an, was am nächsten Tag drankommt, was ich vielleicht anschauen kann. Manchmal vergesse ich es natürlich. Es ist eine ganz normal. Aber normalerweise ist mir bekannt, wie das geht. Also ich schaffe das schon. Also ich krieg das locker hin bis jetzt. Und ja, das ist. Also es ist nicht so schwer. Also man muss sich schon ein bisschen anstrengen, wie gesagt, aber ich meine, ich kann nach der Wirtschaftsschule oder generell nach Realschule kann man auf eine Forst gehen. Da brauchst du, ich glaube, mindestens 3,5er, am besten 2er Schnitt. Und du schaffst eigentlich die Forst eigentlich. Also kannst du die Forst schaffen. Und ich meine, die Forst wird. Ich bin jetzt noch nicht auf der Voss, aber ich werde entweder auf die Voss oder ich werde direkt Ausbildung machen. Ich weiß es noch nicht ganz, aber naja, auf der Voss kann ich dann das Abitur nachholen und dann kann man auch studieren. Natürlich nicht alles, aber man kann vieles studieren. Und ja, ich werde wahrscheinlich eine Ausbildung machen, weil ich eigentlich keine Lust mehr auf Schule, Unterricht, ganze Zeit in die Klasse reinkommen, dem Lehrer zuhören und mitarbeiten. Ja, das ist nicht so meins. Ich bin eher so der praktische Typ und deswegen gehe ich auch lieber eher auf eine Ausbildung, wo ich dann das machen kann, was mir Spaß macht, das, was ich machen will. Und ja, das ist so, was ich so zu sagen habe. Ich meine, man muss sich ab der 8. Klasse, egal welche Schule, eigentlich schon grob Gedanken machen, was man machen will. Ich hoffe, ihr habt mal ein bisschen die Leute, die jetzt noch nicht so, ja, noch nicht so weit sind, vielleicht gerade mal in der 6. oder 7. Klasse sind, oder gerade in dem Jahr sind, wo die sich jetzt auch entscheiden müssen, hat es vielleicht ein bisschen was gebracht. Und ja. Ich hoffe, die erste Folge hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst doch mal eine Bewertung da.
und schreibt mir gerne Themen in die Kommentare, die ich vielleicht ansprechen soll. Oder auch irgendwelche Fakten oder über was ich ja generell reden soll oder was weiß ich. Wenn was ihr dazu sagen habt, was eure Meinung vielleicht zu diesem Thema ist. Und sonst würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.